Yo, keine Zeit für Reime, denn wir müssen rein und krasse Sachen entscheiden. Wir waren das letzte Mal mit Karel da drin, da haben wir ihm beide Fragen gestellt. Ich weiß es nicht mehr. Ihr habt euch ja sehr nach meiner Namen, also ihr wart sehr brav und habt seit meiner Anfrage nachgegangen, wie euch den Traum Badeausstattungs Kleidungsmann, wenn ich einmal Deutsch reden könnte, wenn ihr euch Karl vorstellt, wenn er baden geht. Nein, keiner stellt sich von euch Karl vor, wie er baden geht, oder? Naja, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Jedem das seine. Welchen Eindruck haben Sie von Martin Bongs? Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie alle Fingerabdrücke beseitigt haben? Ja, hatten wir schon, glaube ich. Ich war gerade beim Reinigen. Ja. Als mir auffiel, dass in einem Safe etwas nicht stimmt. Ja, ich wollte dir keinen Vorwurf machen. Wäre die Tat sogar unbemerkt geblieben. Ja. Ich wollte Ihnen keinen Vorwurf machen. Doch. Du bist ein kleines, unfreundliches Aas, bist du. So, wir gehen nochmal da rein. In den Nebenraum. Ja, draußen. Wir gehen nach draußen, so. Ich möchte nicht wissen, wie teuer hier ein Zimmer ist. Ja, wahrscheinlich nicht so schlimm. Wir sind ja schließlich auf Zypern, oder? Zypern. Wer kommt mit nach Zypern noch im Herbst? Hä? Habt ihr Bock? Machen wir einen Community-Urlaub? Können wir mal im Stream drüber reden? So, also. Okay, wir sind raus, glaube ich. Ich glaube, wir sind raus. Wir gehen wieder rein. Also, wir sind noch nicht ganz raus, aber wir gehen wieder rein. Wir sind also schon mit Karl raus. Jetzt gehen wir wieder rein. Hallo, Geschäftspartner. What? Hallo, Willi Sauerlich. Ihr denkt doch an unsere Abmachung. Klar, was ich sage, hat immer Gewicht. Okay. Oh, ja, selbstironisch, ist in Ordnung. Wenn es am Strand nicht auszuhalten ist, kann man sich hier in die Fluten stürzen. Ah, Sie dürfen den Pool mitnutzen? Ja, das finde ich aber nett. Weil ich frage mich eh schon dieses ganze... wie die da campen und so Konzept. Gut, ich meine, allerdings ist das gar nicht so scheiße, so am Strand campen. Hatte ich auch noch nie. Ich glaube, das mache ich mal. Einfach so mit dem Zelt am Strand irgendwo. Ist so die Frage, ist es heutzutage, kann man das noch irgendwo machen? Wird man dann da überfallen? Ne? Die ganze Welt ist voller Verbrecher. Darf man das überhaupt irgendwo? Wo kann man denn am Strand noch campeln? Ja, kann man da irgendwo zelteln? Ja, wahrscheinlich im Zeltlager, aber da wollen ja alle am Strand. Also ich will schon so irgendwas Exklusiveres. Und dann ist ja wieder die Frage, kommen dann da abends in die Krokodile rein und denkst sich so, hallo, ich will was von dem Abendbrot. Und du so, nein, das ist meins. Und das Krokodil so, dann fresse ich halt dich oder nur dein Bein. Und du so, oh nein, mein Bein, das brauche ich doch noch und so. Naja, wie soll ich denn dann zum Kiosk laufen und mir Nachschub? Es ist schwierig. Es ist alles sehr schwierig. Mit wem war der Bestohlene zusammen? Was ist, wenn ein Gast von Ausflügen nicht zurückkehrt? Ja, dann... ja, weiß ich auch nicht. Nix eigentlich, mit oder? Mit wem war der Bestohlene zusammen? Er war immer allein unterwegs. Aber ich erinnere mich, wie er zu seiner Kreuzfahrt aufbrach. Da stritt er sich vor dem Hotel mit einem Mann, dem das wohl nicht recht war. Aha. Offenbar ließ er sich vertrösten. Das war so ein eingebildeter Schnösel. Danach habe ich ihn nicht wiedergesehen. Okay. Ich frage mich, ob sich der Streit nicht um das drehte, was im Safe deponiert war. Es gibt also auch einen eingebildeten Schnösel. Die sind mir die allerliebsten, diese... alles blitzblank. Vielleicht hat er sich den Schnösel auch nur eingebildet. Also wir checken mal den Sachverhalt hier in der 124. Nummer 124. Das wird auch die Zimmernummer des Gastes sein. Ja. Das vermute ich auch. Muss das so sein? Das muss nicht so sein. Das ist aufgebrochen worden. Sag mal, warum seid denn alles dämlich? Wie geschmiert. Ja, das da aufgehebelt, Leute. Gehebelt, gebabelt. Das ist doch ganz offenbar sichtlich. Ihr seid doch sonst die genialen, Da muss ich gleich an Weihnachten denken. Genialito. Und das bei dieser Affenhitze. Ja, man kann ja auch bei Affenhitze Weihnachten feiern. Gut. Dann fragen wir nochmal the second question. So, let's go back. Oh no, ich bin an den Strand gegangen. Ja, zeig mir Karl. Komm, zeig ihn mir. Zeig mir Karl. Oh, ich will Karl sehen.
Na, Süßer. Ich möchte bloß wissen, warum die am Flughafen so einen Aufstand gemacht haben. Mein Handgepäck war absolut harmlos. Erst als ich behauptet habe, es sei Spielzeug, haben sie mich durchgewunken. Kleiner Spion. Ja, und die Situation war dir so peinlich, dass du wie ein kleines Kind geguckt hast. Spätestens da war dem Sicherheitspersonal klar, dass du kein Terrorist bist. Wie ein kleines Kind hat da geguckt. So, Willi, komm mal zurück hier ins Hotel. Du hast einen kurzen Ausbrecher an den Strand gehabt, ich verstehe es. Was ist, wenn ein Gast von Ausflügen nicht zurückkommt? So, jetzt wird's interessant, Leute. Was passiert dann, wenn man mal sagt, so ich geh jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, ich geh weg und dann kommt man nicht zurück? Dann bin ich wohl oder übel gezwungen, die Polizei einzuschalten. Es muss sich ja nicht um ein Verbrechen handeln. Es könnte sich ja auch ein Unfall ereignet haben. Ja, es kommt drauf an, wann. Also wie lange muss jemand weg sein? In Deutschland sagt man ja so länger als 48 Stunden oder so. Weil man ja jeder freie Mensch, Erwachsene, selber entscheiden darf, wo er ist und wo er sich aufhält. Und deswegen, nur wenn man jemanden irgendwie die Fahndung oder so, geht erst ab 48 oder 24 Stunden oder sowas möglich. Vorher macht man gar nichts, weil das ja jedem selber überlassen ist, wo er sich aufhält. Ne, und irgendwie so ist das. Das ist immer so, the German thing, stuff to do, you know. So, komm, also Gabi, rein. Gabi regelt das jetzt im Hotel. Hallo Nico, haben Sie den Safe schon reparieren lassen? Oh nein, das leite ich erst in die Wege, wenn ihr Erfolge vorzuweisen habt. Verstehe. Ja, aber wir können halt nichts machen, weil keine Fingerspuren, ne? Fingerspuren, sag mal so? Fingerabdrücke. Kann ich mal das Zimmer des Bestohlenen sehen? Oh. Haben Sie Zweitschlüssel für die Safes? Oh, weil die Gabi stellt die einzig richtigen Fragen hier. Kann ich mal hier das Zimmer des Bestohlenen sehen? Ja, rein da. Ausgeschlossen. Dazu besteht keine Notwendigkeit. Hä? Ich habe es vorhin erst mit einem Zimmermädchen inspiziert. Das Bett war unbenutzt, also sind wir gleich wieder raus. Da mietet sich jemand ein Zimmer und dann nutzt er es nicht mal, weil er im Urlaub verreist? Ja, oder will die nur den toten Postkasten hier irgendwie... Na, dann wollen wir doch mal sehen. Ja, ihr versteht schon so als... Ein ziemlich hohes Fach. Was mag da wohl drin gewesen sein? Ein Paket, ein Geschenk, eine Büste, eine Figur... Eine Skulptur? Hier rastet der Riegel normalerweise ein. Ein Oscar. Ich muss noch viel näher ran. Geh doch näher ran. Einfach, aber wirksam. Okay, wir müssen Oscars Koffer, wollte ich schon sagen. Oliver, nein, wie heißt er denn? Karl. Wir müssen Karls Koffer holen. Solche heiligen Bilder werden große Wunder nachgesagt. Darum ist den Gläubigen kein Weg zu weit, um zu ihnen zu beten und sie sogar zu küssen. Mich triggert das ein bisschen, dass die Stimmen leiser sind als die Musik. Das haben sie nicht gut ausgebalanced bei dem Spiel und ich kann es ja nicht per Hand machen. Mmh, wie die Blüten duften. Ja, das finden auch die Insekten, die da drin hängen, richtig ekelerregend. Okay, kann ich hier sonst noch irgendwas klingeln? Nee? Oh je, mir nee? Gut, wir gehen raus, wir gehen nochmal rein. Für Gabi Teil 2 und die Frage Nummer 2. Ich finde es interessant, dass man hier gleich jeden Ort schon von Anfang an besuchen kann. Kann ich mal das Zimmer des Bestohlenen? Haben Sie Zweitschlüssel für die Safes? Ja, frag das. Nein, das sind alles Einzelstücke. Zweitschlüssel gibt es nur für die Zimmertüren. Du glaubst gar nicht, wie oft es vorkommt, dass sich ein Gast aussperrt. Das glaube ich. Ja, und die Putzfrauen müssen ja auch hinein können. Richtig, clever. So gut, okay. Können wir uns jetzt hier Equipment holen? Sie hat ja gesagt, die muss näher ran. Also, so eine Lupe? Kein Spruch? Nein, gar nichts, gar nichts. Ich komme auch nicht hier, nee. Ich komme nicht an den Koffer ran. Kann nur Karl an seinen Koffer? Okay, immer noch grüne Flagge. Gefangen hat er immer noch nichts. Okay, wir gehen zurück. Wir lassen ihn einfach drüber. Er guckt ja eh schon so ein bisschen angesäuert. Sauerlicht. Okay. Wir gucken erst, ob wir jetzt an den Koffer rankommen und wenn nicht, dann werden wir die anderen
Begebenheiten hier mal analysieren, die anderen Orte, Fundorte, Dings, ihr wisst schon. Wie sagt man denn? Places. Die geile Sonnencreme. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Ist das ein Flipflop? Was ist das? Das ist ein Propeller, oder? Das ist doch ein Propeller. Oder was erkenne ich da nicht richtig? Was soll denn das sein? Das sieht aus wie ein Flipflop von der Seite. Ah, so ein Batterieventilator. Ja, das kann sein. So, wir brauchen die Lupe. Willi, was hältst du davon, wenn wir meine Lupe einstecken? Ja. Lupenreine Eingebung, Karl. Okay. TKKG. Lang, zweimal lang, lang, lang und lang, lang, kurz. Okay. Unglaublich, wie oft Botti K4 Munition verballert, bevor ich nachfüllen muss. Ja, Ein Peilsender mit einer Reichweite von einigen hundert Metern. Hey, Klößchen! Meinst du, es macht Sinn, den Safe auf Fingerabdrücke zu untersuchen? Nö. Dieser Nico hat doch reichlich von dem Reinigungsmittel versprüht. Außerdem wäre es ihm bestimmt nicht recht, wenn wir von allen Leuten im Hotel Fingerabdrücke zum Vergleich nehmen. Okay. Gut, dann lassen wir das so. Dann gehen wir jetzt zurück mit der Lupe und gucken uns mal ordentlich den Safe an. Natürlich macht das natürlich Karl, aber auch Gabi. Karl, weil er unser analytisches Genie ist. Und natürlich Gabi, weil sie es gesagt hat, dass sie es machen will. Und wenn Gabi sagt, dass sie es machen will, dann kriegt sie das natürlich, was sie möchte. Ganz klar. Aha. Endlich Spuren eines gewaltsamen Vorgehens. Aber wie soll das gehen? Hier am Rahmen war ein Stemmeisen am Werk und trotzdem sind Schloss und Riegel unversehrt. Ja. Also hat man den Safe mit einem Schlüssel geöffnet. Und die eigentlichen Einbruchspuren wurden erst nachträglich verursacht, als der Safe längst offen stand. Ah. Klarer Fall von vorgetäuschtem Delikt. Ist also gar nicht geklaut worden. Ja, aber das ist ja... Warum soll man das denn vortäuschen? Hätte man ja auch aufbrechen können. Wenn man... Oder ist es nur... Man wollte keine Aufmerksamkeit erregen. Weil, ja gut. Vielleicht ist es vielleicht auch schwierig. Also, vielleicht ist es auch ein unaufbrechbarer... Ach, sind wir durch? Ach so, ich dachte, Gabi kann ja auch nochmal irgendwie... ran, Kann ich mal das Zimmer des Haben Sie Zweitschlüssel für die Kann ich mal das... Ausgeschlossen! Wir müssen es ihm auch noch nicht sagen eigentlich, oder? Müssen wir ihm irgendwas sagen? Ich glaube nicht. So, wir nehmen jetzt mal wieder Tim in die Hand. Und dann, was schauen wir uns als nächstes an? Den Hafen? Die Disco? Das Künstleratelier? Das Kloster? Die Felsküste? Oder den Tafelberg? Alter. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Hafen. Dann machen wir erstmal die Südfront. So, die, ne, Küste. Ich bin sehr gespannt. Was wartet im Hafen auf uns? Auf Tim? Ein Boot, die Poseidon. Anders ist sie. Wenn die unseren Fall abgeschlossen haben, will ich es unbedingt mit Paragliden versuchen. Was mit Paragliden? Warte, ich dachte, die taucht. Ich würde mal gerne wakeboarden. Da muss ich jetzt mal gucken, wo man das hier machen kann. Ich mal wakeboarden. So, okay, kann man hier ran? Kann man irgendwas machen? Kannst du irgendwas klicken? Kali? Timmy? Timmy von Jimmy? Da, die Pablo Picasso. Ein schönes Boot. Oh, ja. Kann man hier Möwen schießen? Offenbar nicht. Gut, okay, man kann nur auf die Pablo Picasso klicken. Dann testen wir das mal mit Carlsen, Schmalsen. Ob er hier seinen Senf zu einem Boot dazugeben kann? Wow, was haben wir denn hier für Meereskutschen? Kutschen? Kutsche. Na, was ist denn? Affengeil. Okay. Das hätte ich nicht gedacht, dass jemals Karl zu irgendetwas Affengeil sagt. Aber gut, jetzt haben wir das auch mal erlebt. Puh, die Sonne meint es hier aber gut mit einem. Ja. Na. Hier ist ja alles vom besten Schiff. Okay, das ist alles vom besten Schiff. Die Stimmen werden immer leiser. Habe ich das Gefühl, was haben sie denn da gemacht bei der
bei der Vertonung oder bei der Aufnahme von dem Spiel, das ist ja... Also wirklich, ich bin ein wenig verwundert. Schade, dass meinem Wauwau das entgeht. Aber um Oscar mitzunehmen, hätte er einen Nachweis über 6 Monate Quarantäne, die Gesundheitsbescheinigung eines Tierarztes und eine Einfuhrgenehmigung gebraucht. Ja, machen wir nicht, gell? Oh, wie schön. Wie schön. Und die anderen Schiffe sind da eine Scheiße, oder was? Das ist schon ziemlich... Ich schon ziemliches Mobbing. Mobbing gegenüber der Schiffe. Das war's für einen Hafen. Leute, mehr ist hier nicht.